bei der Müllabfuhr war nicht alles einfach damals gewesen. Du kommst dann als Fremd rein und dann erreichst du erstmal eine Vorarbeiterstelle. Manchmal hast du Probleme, Konflikte mit Arbeitskollegen, manchmal Neid und so weiter. Aber ich habe 15.05 Uhr, das war mein Feierabend, ich habe alles vergessen. Und dieses soziale Engagement hat mich auf am Leben gehalten. Das hat mir eine Lebensfreude gegeben. Und deswegen, ich bin stolz, diese Lebensfreude bekommen habe und weitergeben kann. Ohne dieses soziale Engagement wäre Leben in Deutschland für mich sehr schwer. Wirklich sehr schwer. Hallo und herzlich willkommen. Für diese Episode habe ich mich mit Turgay Tahtavas getroffen. Es gibt wohl in Essen und wahrscheinlich auch im ganzen Ruhrgebiet kaum einen umtriebigeren Bildungsaktivisten als ihn. Sein tägliches Pensum ist enorm. Als unermüdlicher Netzwerker, Motivator und Kümmerer ist er unterwegs zwischen früheren bergbaugeprägten Essener Stadtteilen wie Karnap, Krai oder Katternberg. Heute leben hier viele Zugewanderte, die Hilfe von einem wie ihm brauchen, einem, der nie aufgesteckt hat, der sich als türkischstämmiger Migrant selbst seinen Weg in die Mitte der deutschen Gesellschaft gebahnt hat. Mit Freundlichkeit, Beharrlichkeit und Offenheit. Turgay Tahtavas ist so etwas wie eine Symbolfigur für gelungene Integration geworden. Er lebt das, wofür das Ruhrgebiet schon immer stand, für das sicher nicht spannungsfreie, aber immer friedliche Zusammenleben von Menschen aus aller Herren Länder. Für Großzügigkeit und Achtsamkeit im täglichen Miteinander, so rau das auch manchmal sein mag. Turgay hat ein eigenes Bildungswerk aufgebaut, war zur Stelle, als die Flüchtlinge 2015, 2016 in so großer Zahl in die Stadt kamen, half mit guten Ideen, mit Sprach- und Musikkursen und mit seiner ganzen einnehmenden Persönlichkeit. Hinter dem umtriebigen Netzwerker steckt eine sensible Persönlichkeit mit großem Verantwortungsbewusstsein. Die Rückkehr in seinen eigentlichen Job als Müllwerker der Stadt Essen stand in den vergangenen Monaten immer mal wieder zur Diskussion, wenn die Mittel für sein Bildungswerk knapp zu werden drohen. Bis jetzt konnte er das abwenden, denn seine Kraft möchte er lieber für die Allgemeinheit und seine Projekte einsetzen. Daraus, so sagt er selbst, ziehe er seine Lebensfreude, die man für seine Art zu leben und zu denken dringend braucht. Doch hört ihn jetzt selbst. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich wünsche euch nun gute Unterhaltung mit Turgay Tahtavas. Ende 89 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich war 24 Jahre alt und meine Frau lebte dann hier in Essen seit 74. Ihr Vater kam 65 nach Deutschland, direkt nach Essen-Krai, wo Sekretär Katharina sein Arbeitsplatz war. Und wie gesagt, meine Frau kam dann mit ihrer Familie Rest später mit 74 nach Deutschland. Und wir haben dann bei einem Türkei-Urlaub, ihr Türkei-Urlaub dann kennengelernt. Sie stammt auch selber Stadt, so Kleinstadt. Und ja, dann diese Bekanntschaft oder diese Kennenlernen hat sich dann zum Heiraten geführt und sie wollte weiter in Deutschland leben. Das heißt, ich sollte dann zu ihr folgen. Okay. Deswegen Ende 89, dann bin ich als durch Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Da hatte meine Frau vorher eine Wohnung gemietet, weil um diese Familienzusammenführung zum Ende bringen, muss man eigene Wohnung haben, eigene Arbeit haben. Damalige, auch heute auch so, dass meine Frau meinen Lebensunterhalt sicherstellen könnte.
Und das hat sie alle gehabt. Und dann eine Wohnung, 54 Quadratmeter, 2,5 Zimmerwohnung gemietet. Das war dann unsere erste gemeinsame Wohnung. Dann, wann wir nach Kainab umgezogen waren, hatten die Kinder schon Grundschule angefangen. Und meine Tochter, die Älteste, die war vierte Klasse und Junge war zweite Klasse. Und meine Frau ist aber die 2 Jahre lang beiden nach Krai gefahren. Weil die Kinder hatten sehr gute Schule und wir wollten nicht, dass die dann neue Umgebung, dass keine Überforderung entsteht. Meine Frau erinnert heute noch, dass sie jeden Tag Stunde eher aufstehen muss und damit die Kinder dahin gebracht und jeden Tag, sie hat die Kinder dahin gefahren, zurück nach Hause und Nachmittag sind wir dann nochmal hingefahren, die Kinder abzuholen. Jeden Tag war fast 60 Kilometer und ja, wenn wir die 2 Jahre rechnen, das hat auch viel Geld gekostet, aber das war eine gute Entscheidung. In der Grundschule hatten wir auch dann so sehr funktionierende gute Klassenfreundschaft, Stammtisch. Das war auch dann damals eine Konfessionsschule, katholische Grundschule, städtische katholische Grundschule, wo besonders uns wichtig war, diese gesunde Mischung noch. Das heißt, heutige Tage in manchen Schulen gibt es 70, 80, 90% Migrantenanteil, wenig Mischung, Durchmischung. Da hatten wir immer gesucht, dass diese Mischung da ist. Ja, dann deswegen auch diese Fahrerei, die 2 Jahre. Und dann beginnt auch dann Engagement, diese Soziale. Dann habe ich dann in Altenes den türkischen Elternverband damals kennengelernt und unsere Kinder haben wir dann dort für Computerkurse angemeldet. Und das war immer Samstag, dann bringst du 11 Uhr dahin, dann kommst du dann 12:30 abzuholen. Aber manchmal bin ich immer da geblieben, was die machen und so weiter. Das heißt, nach einiger Zeit habe ich auch angefangen, selbst aktiv zu werden. Das war dann der Anfang meiner Deutschlandgeschichte. Ja, ich habe auch bei der Erziehung, wie gesagt, der Kindergarten hat, wann unsere Kinder in der Grundschule waren, damals war Hortplatz. Damals war diese keine Ganztagsschule, sondern Hortplatz. Das heißt, Kinder kommen aus der Schule, dann gehen sie in den Kindergarten, wo Hortabteilung, da essen sie, da anschließend Hausaufgabenbetreuung und Gesellschaftsspiele, Musik hören und so weiter, auch viele mit in Ferienprogramme. Was ich allein nicht für sie ermöglichen konnte, weil derzeit war mein Deutsch gravierend schlimmer, noch schlimmer und meine Frau konnte auch nicht so gut Deutsch und wir hatten nicht die Möglichkeit, nicht so richtig schulisch helfen. Das heißt, wenn wir gewollt, wenn wir wollten, aber wir konnten nicht helfen. Das heißt, wir haben diese Hilfe dann aufgesucht und gefunden und das, besonders diese Hort hat sehr geholfen. Die Schule und Hort sehr gut zusammengearbeitet. Die Kinder waren in der Gesellschaft, wo Sprachvorbilder auch für sie da war. Weil man braucht Begleitung. Es ist wie ein Dschungel manchmal und du findest den Weg nicht. Du hast Wille, du hast Motivation, aber den Weg muss aufgezeigt werden. Ich glaube, wir sind gut aufgenommen. Wir haben ein Gefühl gehabt, in dem Kreis wenigstens, wo wir waren, wir wurden verstanden, dass wir gute Wille haben, gute Motivation haben und keine Vorurteile haben, dass wir die Gesellschaft bereichern würden. Unsere 2 Kinder im Hort gewesen und der Jüngste war im Kindergarten. Von 3 Kindern musste ich nur dann ein Gebühr bezahlen durch diese Kindergarten-Geschwisterregelung. Aber es gab keine Befreiung vom Essen, Mittagessen. Das heißt, ich musste 3 Mittagessen und ein Gebühr bezahlen. Und das war nicht wenig, das war fast 500 Mark jeden Monat. Ne? Und das ist wie zweite Miete. Wir konnten wirklich nicht jedes Jahr regelmäßig diese bezahlen. Und die Kindergartenleitung war so hilfsbereit. Ich habe noch bestimmte Rechnungen noch zu Hause. Ich habe die Defizite, Differenz habe ich mit meinem Weihnachtsgeld bezahlt. Die hatten Angst gehabt oder die fürchteten, dass wir unsere Kinder abmelden. Und dann das würde Folge haben, dass die Kinder wenig gefördert werden. Deswegen, die haben uns dann so leicht gemacht dass, oder Möglichkeit gegeben, dass ich dann diese Differenz mit Weihnachtsgeld bezahle. Das war heute, dass ich dann heute noch nicht vergessen kann. Das war
eine große Hilfe gewesen. Und das dann auch, dann diese mit Bildungsgeschichte, dann diese Computerkurse, Folklorekurse, Türkische Elternverband, dann habe ich gesehen, dass man auch dann da andere motivieren kann. Ne, dann habe ich angefangen, im Vorstand zu arbeiten. Damals gab dann dieser Mentoring-Projekt Große Bruder, Große Schwester. An dem Projekt wurde dann die türkischstämmigen Kinder in den Schulen mit den zweisprachigen Mentoren geholfen, zweimal Woche. Wenn sie dann Deutsch nicht verstehen und zum Beispiel eine Mathe, eine Sachaufgabe, sie können so viel schlau sein, aber wenn sie Problematik nicht verstehen, können sie nicht lösen. Dann haben dann, wenn die Kinder mit Deutsch nicht verstanden haben, dann hat dann unsere Studentin mit ihrer Muttersprache dann weitergeholfen. Das habe ich dann in Essen bis zur Spitzenzeit an 14 Schulen, Grundschulen, Realschulen und so weiter ausgebaut. Ja, viele andere Dinge angeschoben. Dann, ich war dann Vertreter bei Eltern Lernwelt oder Lernwelt Essen. Ich war dann später Mitglied im Integrationsbeirat. Vom Integrationsbeirat aus war ich dann sachkundig Einwohner-, Jugendhilfeausschuss. Verbindungsmitglied vom Bezirk 5, kam immer mehr dazu. Ja, ich habe dann diese Idee 2015 gehabt und dann habe ich dann diese Gesellschaft dann gegründet, dieses Zukunftsbildungswerk habe ich gegründet, damit ich dann allen erreichen kann, alle ins Boot nehmen kann und da brauchte ich dann, wie gesagt, nur einen Mann und ein bisschen Kapital. Und einen Tag wurde ich angerufen von Michael Schwammer, der Ratzer, sagte, Turgay, wir haben ein Problem. Was für ein? Sagte, die Eltern oder die Menschen vom Zeltop, die haben mit Plakaten und so weiter auf die Straße gegangen. Mit der Begründung, wir wollen Wohnung und wir wollen schnell Schule für unsere Kinder. Und in dieser Überforderung konnte die Stadt Essen nicht jedem Kind schnell möglich nicht einen Schulplatz zu anbieten. Eigentlich, wenn du nach Essen kommst, innerhalb 20 Tage bekommst du einen Schulplatz. Aber in der Zeit war unmöglich. Hat keine Stadt auch geschafft. Ja, dann der Michael Schwammer, der Ratsherr, mit den Anführer von der Gruppe gesprochen. Was wollt ihr? Wenn wir was versprechen, dann geht ihr wieder zurück zum Zeltdorf. Der hat gesagt, erst wichtig unser Sprachkurs oder Schule für unsere Kinder. Ja. Dann fragte mich am Telefon, ob ich dann mit meinem Zukunftsbildungswerk einen Sprachkurs in den evangelischen Gemeindehaus in Karnap auf die Beine stellen kann. Ich habe gesagt, ja, warum nicht sofort? Wir haben innerhalb 4 Tage einen Sprachkurs, von dem ich auch da viele Bilder noch von Anfangsphase auch da habe, auf die Beine gestellt für die Kinder, die Schulalter oder sogar Kindergarten sind. Dann wir haben dann mit dem Zeltdorf Leiter vereinbart, dass sie dann auch ersten Monat die Kinder begleiten. Und das war ein Montag, dann haben wir dann angefangen, über 100 Kinder in den evangelischen Gemeindehaus in 7-8 Räume diese Sprachkurse zu organisieren. Das war dann Anfang oder Berührung mit dem Flüchtlingsarbeit, wo auch dann heute erfolgreich weitergeht. Ja, das vielleicht auch dann eine bleibende Erinnerung wird für mich sein, dass diese Flüchtlingsarbeit und ersten Tag kamen dann um die 100 Kinder. Wir haben erstmal die Kinder so nach ihrem Alter sortiert. Dann kamen auch Eltern mit und wir haben gesagt, die Eltern kommen sowieso, was machen wir jetzt? Dann haben wir dann zweiten, dritten Tag auch dann einen Deutschkurs für Eltern organisiert, wo heute noch auch in Stadtteilen weitergeht. Ja, wir haben dann die erste Gruppe Kinder, wurden in Benachbarten im Stadtteil Karnap eingeschult. Aber ich nenne meine Studierenden Bildungsbegleiter. Und die Bildungsbegleiter, mit den Kindern geübt haben oder zusammen waren, ich habe mitgegeben. Das heißt, die sind heute da immer noch, die erste Gruppe kommt, letztes Jahr ist dann aus der Schule rausgekommen. Das heißt, die Beziehung, was aufgebaut wurde, ist in der Schule weitergegangen. Und heute geht noch weiter. 2016 im Sommer haben wir mit der ersten Ferienschule auch angefangen. Die Zeltdorf war noch da und im Stadion 600, 700 Menschen und Kinder haben wenig Raum zu spielen. Und ich weiß selber von meiner Erfahrung, von meinem Leben, weil wir dann viel für unsere Kinder für Bildung ausgegeben haben, hatten wir wirklich
nicht genügend Geld, um Urlaub zu fahren. Ich weiß, wie das schlecht ist, dann im Sommer 6 Wochen wegen Mittellosigkeit oder wenig, dann zu Hause Urlaub zu machen. Ja, dann habe ich dann in den evangelischen Gemeindehaus dann Ferienschule organisiert. Nicht nur dann trockene Deutsch lernen oder Mathe lernen, sondern auch dann ein bisschen mit kulturellen Sachen. Wir haben dann so erweitert mit Trommelkurse, Tanzkurse, mit Drachenbau, dann Drachen fliegen lassen, dann Zoobesuch in Krefeld oder Villa-Hügel-Besuch oder so Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Derzeit, wo Flüchtlings, dieser Strom oder Flüchtlingsstark, Karnap war nicht so positiv in der Presse gewesen. Welche Gruppen haben sie versucht, diese Flüchtlingssache für sich dann politisch nutzen und so Stimmung machen? Und wir haben auch gesagt, ja, ihr könnt das versuchen, aber wir müssen immer was dagegen setzen, mit guten Angeboten. Und ich kann heute sagen, könnt auch viele bestätigen und auch, auch die Anerkennung ist auch da, dass wir in Karnap sehr gute Arbeit geleistet haben, besonders Flüchtlingsarbeit. Wir haben viele Menschen zusammengebracht. Ich erinnere kein einzige so ein Straftat von Flüchtlingen begangen und dann Stimmung verursacht. Nichts passiert. Und heute sind auch viele Freundschaften entstanden durch diese Zusammenarbeit mit Rundentisch, was heute als Treffpunkt Karnap weitergeht, wo wir an dem wir auch dann eine Kooperationspartner sind. Wir haben dann in Frillendorf Deutschkurs, wir haben in Karnap Deutschkurs, in Frillendorf Deutschkurs, wo alles mit Kinderbetreuung sind. In unseren Kursen, die Kursen sind keine Integrationskurse, sondern so niederschwellig mit Kinderbetreuung 3-mal Woche. An dem sind auch dann viele Mütter drin, die eigentlich keine gesicherten Status haben. Zum Beispiel Afghanistan ist als sicheres Land eingestuft und diese afghanische Mutter darf keinen Integrationskurs teilnehmen, weil sie keinen gesicherten Status hat. Aber wir wissen nicht, wann diese Frau oder diese Familie zurückkehrt. Vielleicht geht gar nicht. Aber wenn wir 10 Jahre später sagen, ja, jetzt hast du gesicherten Status, aber jetzt kannst du Deutschkurs. Ist aber zu spät. Deswegen, mir war damals sehr wichtig, Deutsch zu lernen. Deswegen habe ich diesen Deutschkurs in Volkshochschule und Altenessen besucht. Und meine Frau hat nur 6 Stunden am Tag gearbeitet, hatte mir wirklich nie, gerade knapp fürs Leben gehabt. Und sie hatte mir ein gebrauchtes Fahrrad gekauft. Ich bin mit Fahrrad in Deutschkurse von Krai nach Altenessen, was 12 Kilometer. Und dann 2-mal, 3-mal Woche hin und zurück, das war nicht einfach, aber mir war wichtig. Und diese Deutschkursbesuchen, wovon ich heute noch profitiere, damals war kein Integrationskurs und so weiter. Deutschkurs, die Sprache ist nicht alles, aber ist ein wichtiges Element, um weiterzukommen, weiterzuhelfen, sich selbstständig zu machen. Und besonders, ich habe ja selber, wie ich dann vorhin gesagt habe, 2 Mädchen zu Hause. Für mich ist eine starke, stärkere Frau sehr wichtig. Das heißt, die Frau, die Familie erzieht quasi. Sie erzieht nicht nur ihre Kinder, der Mann erzieht mit. Das heißt, diese Frau muss Möglichkeit haben, sich zu erweitern, sich selbstständig zu machen. Wenn sie immer angewiesen ist zu Dolmetscher oder zu ihrem Mann, das ist nichts. Das kann sie nicht glücklich sein und gleichzeitig auch nicht fördern, die Potenziale von den eigenen Kindern rausholen. Deswegen, wir versuchen seit 3 Jahren, wir tun alles, damit diese Deutschkurse weitergeht. Wir versuchen, Unterstützer dafür bekommen, weil muss alles dann finanziert werden von Drittmitteln und so weiter, weil wir kein Bereich haben, mit dem wir Geld verdienen und diese Kurse finanzieren. Aber zum Glück, bis jetzt hat alles gut geklappt. Wann wir in Not waren, waren immer Menschen da, irgendwie uns dann geholfen haben. Deswegen, ich würde dann mehr sehr freuen, wenn ich dann mit meinem Projekt Erfolg habe, in andere Stadtteile, in andere Städte, wie ein Programm dann transferieren kann, Nachahmer finden kann. Dafür natürlich brauche ich dann Unterstützung, damit ich dann Kopf frei habe. Ich muss Kopf frei haben. Die letzte Zeit war so, dass ich dann jeden Monat denken müsste, wie ich dann diese so viele Mitarbeiter, so viele Studenten bezahlen kann. Weil wenn ich nicht einmal bezahle, dann verliere ich meine Leute. Weil die müssen ja dann ihren Lebensunterhalt verdienen, auch nicht wenn bei mir, dann bei woanders. Aber gute Leute finden ist nicht einfach. Bei uns jetzt werden in neuem Semester 2 Mädchen in Dortmund
Sozialarbeitsstudium aufnehmen. Und die werden wir als Arbeitgeber, für sie werden wir Arbeitgeber, die werden Dualstudium machen. Ne? Und die haben mir klipp und klar gesagt, warum sie uns auch gewählt haben. Die haben gesagt, es gibt so viele große Unternehmen und so weiter, die diese Dualstudium ermöglichen können. Nein, aber die sagen, diese Vision, wollen wir in dieser Vision teil sein, ne? Dass wir auch dann weitergeben. Ne? Und die gehen auch Risiko, vielleicht ich bestehe keine 4 Jahre weitere, aber die gehen in dieses Risiko, die teilen diese Vision, diese Idee, dass man weiterbringen kann oder soll. Ich habe dann in Kernab eine Familie, eine Studentin, eine afghanische Lehramtsstudentin, hat mir von einem Fall, weil ich kenne alle Familien auch nicht, ich kann auch nicht kennen, vom Gesicht kennen, die kennen mich aber viele. Und die sagte, diese Familie, diese Frau in Afghanistan wurde ihr Mann getötet und dann sie sollte oder sie sollte gezwungen werden, mit ihrem Schwager zu heiraten. Die fliehen dann. Sie nimmt dann 2 Töchter mit, gerade eine ist im Kindergarten, andere ist Grundschule. Und die haben dann in Kernab eine Wohnung gefunden, nach dem Zeltdorf. In dem Haus leben dann viele alleinlebende Männer. Und die war einzigste mit einer Frau und mit 2 Kindern. Sie fühlte sich nicht wohl. Ja, dann die findet eine Wohnung. Und die Wohnung aber dann 50 Euro teurer. Ich kannte aber nicht, welche. Dann, wir haben Lösung gesucht, Jugendamt, das, dies. Aber nee, Jobcenter hat keine Genehmigung gegeben. Ja. Dann, ich erwähne das eigentlich gar nicht, aber ich habe gesagt, es soll nicht an 50 Euro scheitern. Das kann meine Studentin nicht bezahlen, aber ich kann das bezahlen. Dann habe ich einen Auftrag gemacht, dann bezahle ich jeden Monat 50 Euro, geht dann zu. Aber die sind glücklich. Ne? Und wenn wir mit einem Beitrag 50 Euro im Monat einer Familie glücklich machen, Kinder glücklich machen, was soll das? Ne? Und, aber wenn ich sie sehe, sie bedankt sich so mit ihren Gästen und so weiter. Und sie nimmt auch da mal Deutschkurs und teil. Wir unterstützen ihre Kinder bei Lernförderung und so weiter. Weil ich habe ja am Anfang gesagt, wenn der Kindergarten oder die Hortleitung nicht so kooperativ wäre oder unterstützen wäre, dass ich dann mit dem diese Differenz, was ich nicht bezahlen kann, im Weihnachtsgeld besser, dann hätten vielleicht Kinder heute nicht diesen Erfolg gehabt. Weil die haben dann besonders diese schulische und gesellschaftliche Teilhabe gehabt. Und heute arbeiten beide in 2 großen deutschen Unternehmen und die haben beide übertarifflichen Arbeitsvertrag. Das heißt, die bekommen viel mehr Geld als ich selber und die können teilweise von zu Hause arbeiten, ihre Arbeitszeit selbst bestimmen und sichere Arbeitsplätze. Durch alles, das ist ein Puzzle, das alles Gesamtergebnis. Hort hat mitgemacht, Hort geholfen, die Schule geholfen, Elternverein geholfen, Sportverein geholfen. Jeder hat einen kleinen Anteil. Natürlich, wir waren motiviert. Aber du kannst so viel motiviert sein, wenn du den Weg nicht hast, wenn du die Unterstützer nicht hast. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir sind dann von Krai nach Kernab umgezogen. Wir haben ein Haus gekauft, 3-geschossig, da war kein einziger Mieter. Wir waren einzeln. Das heißt, wir haben viel Geld auch bezahlt. Manchmal war keine Mieter und so weiter. Aber meine Frau und ich sagen immer, was wir in diesem Haus schöne Momente gelebt haben, kann uns keiner wegnehmen. Ne? Und, oder diese Schrebergarten haben wir 14.000, 15.000 Mark damals investiert. Und viele meiner türkischen Kollegen gesagt, Turgay, die erzählen jetzt, die selbst Garten haben. Wir haben gesagt damals, du bist bekloppt, Turgay ist bekloppt, so viel Geld kann man nicht für Garten ausgeben. Aber die haben jetzt Garten, aber die haben gesehen, dass da gute Sache ist. Und keiner kann mir dann, was meine Kinder da in dem Schrebergarten erlebt haben, diese Matsche gespielt haben, Baum geklettert haben, die haben dann Kanäle gebaut mit den Rohren und so weiter, kann keiner wegnehmen. Ne? Und wir leben die Zeit und wir leben einfach den Moment. Und muss keiner mir sein Danke aussprechen. Ich habe das nicht nötig, nicht nur, ich will auch nicht. Ich mache das einfach, weil ich das machen will und machen möchte. Dass ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit habe. Und ich habe welche Kollegen, bei der Müllabfuhr war nicht alles einfach damals gewesen. Du kommst dann als Fremd rein und
dann erreichst du erstmal eine Vorarbeiterstelle. Manchmal hast du Probleme, Konflikte mit Arbeitskollegen, manchmal Neid und so weiter. Aber ich habe 15.05 Uhr, das war mein Feierabend, ich habe alles vergessen. Und dieses soziale Engagement hat mich auch am Leben gehalten. Das hat mir eine Lebensfreude gegeben. Und deswegen, ich bin stolz, diese Lebensfreude bekommen habe und weitergeben kann. Ohne dieses soziale Engagement wäre Leben in Deutschland für mich sehr schwer. Wirklich sehr schwer. Im Einzelnen läuft Beziehungen sehr gut. In der Straße, im Haus, in der Schule. Das heißt, die Beziehungen gut, aber im Allgemeinen eine türkischstämmig in Deutschland sein, ist schwer geworden. Durch dann diese Politik, politische Spannung, dass wir alles mit den türkischen Politikern in Verbindung gebracht haben. Ich habe einmal bei einer Podiumdiskussion gesagt, so viele Türkei-Politik am täglichen Leben tut Deutschland nicht gut, tut den türkischstämmigen nicht gut, tut den Deutschen auch nicht gut, weil wir können nicht entscheiden, was da in der Türkei in der Politik ist. Ne? Wir werden gleichzeitig dann von beiden Seiten manchmal die türkischstämmigen instrumentalisiert. Und das tut nicht gut. Deswegen versuchen wir auch dann mit unseren Beiträgen, wir haben auch dann vor 2 Jahren mit einer Gesamtschule hier und Friedrich-Lewy-Gesamtschule und eine Musikergruppe, eine Konservatoire aus Istanbul, haben wir hier zusammengebracht, ein deutsch-türkisches Begegnungsprojekt gemacht. Wir brauchen mehr Begegnungen und in den Positionen bin ich auch dafür, wenn man stolz sagt, ich bin dafür, dass ich dann bei beiden Seiten diese Vertrauen genieße. Ich genieße auch bei türkischer Seite und bei deutscher Seite. Ich kann die dann zusammenbringen. Ich bringe auch zusammen. Und das ermöglicht mir dann. Vor kurzem hat dann wegen einer Sache dann WAZ einen Bericht gemacht, in dem ich auch dann zitiert wurde oder vorgestellt wurde. Turgay Tahtabaş, Vorsitzender von Zug und Bildungswerk, mittlerweile eine symbolische Figur Integration. Das heißt, dass man mich dann sie als Symbolfigur bezeichnet, das ist mein Gewinn. Das ist mein Gewinn, mit dem ich dann anderen diese motivieren kann. Fast jeder kann die Mülltonne ziehen, in der dann Maschine dran machen, leer machen, wieder zurückbringen. Das ist dann ein einfacher Job. Körperbetont, aber diese Arbeit, was ich dann in Essen organisiere, es gibt dafür keine Qualifikation. Das heißt, ich habe diese Sachen angeeignet, fortgeführt, Erfahrung gesammelt. Das ist nicht einfach zu ersetzen manchmal. Und ich wäre natürlich sehr froh, wenn ich dann diese Arbeit in dieser Intensität weitermachen könnte. Weiß ich nicht. Mal schauen.